Jetzt zeige ich dir, wie du dein Registerlayout ändern kannst. Und zwar jetzt ist es auf horizontal eingestellt und du möchtest, dass es da links vertikal ist. Dafür gehst du auf Ansicht und dann Registerkartenlayout und da wechselst du von der horizontalen zur vertikalen Ansicht und dann hast du dann all deine Notizbücher im OneNote hier links dargestellt.